Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 1146. Da freue ich mich in der zweiten Stunde auf Arpade als meinen Studiogast. Am Freitag ist sein neues Album Allianz erschienen. Darüber wird zu sprechen sein. Neues gibt es aber auch bald von Stimming. Hier ist von ihm Judith Maria. Zu einer neuen Ausgabe der Radio 1 Elektrobeats begrüßt Sie recht herzlich Olaf Zimmermann. In dieser letzten Sendung vor meinem Urlaub haben wir wieder viel vor. In Stunde 2 erwarte ich Arpade als meinen Studiogast und wir sprechen über sein am Freitag veröffentlichtes neues Album Allianz. Auch diese erste Stunde wartet wieder mit diversen spannenden Novitäten aus der bunten Welt der elektronischen Musik auf. Eingangs gehört Judith Maria aus dem Ende Juni erscheinenden neuen Stimming-Album Ludwig und zudem wird er mir dann auch zeitnah im Interview Auskunft geben. Es gleicht einer kleinen Sensation. Mute-Labelchef Daniel Miller und Gareth Jones haben nach 4 Dekaden ihrer Freundschaft und Zusammenarbeit jetzt im Mai unter dem Projektnamen Sunroof ihr Debütalbum unter dem Titel Electronic Music Improvisations Volume 1 veröffentlicht. Bislang firmierten sie unter diesem Namen nur für Remixe.
Die Platte enthält 8 auf dem Modularsystem kreierte Titel, die im Frühjahr, Sommer 2019 entstanden sind. Und die tragen dann auch im Tracknamen den Aufnahmetermin. Hier sind Daniel Miller und Gareth Jones als Sunroof. Beats. Thank you.
Daniel Miller, Gareth Jones Album als Sunroof und das heißt Electronic Music Improvisations Volume 1. Diese Zahl lässt darauf schließen, dass es auch eine Fortsetzung geben wird. Danach gehört Bad Kingdom in Lulus Version aus der großartigen 4-Vinyl-Apparat Soundtracks Box und der LP Stay Still. Diesen Titel kennt man natürlich in der Originalfassung von Moderat. Diese neue Version finde ich aber auch großartig. Dirk Dresselhaus, besser bekannt als Schneider TM, war in den letzten Jahren, was Veröffentlichung betrifft, sehr aktiv, hat diverse experimentelle Alben veröffentlicht, auf denen auch Gitarrensounds dominierten, hat Soundtracks komponiert und nicht zuletzt als ASS mit Jochen Arbeit und Günter Schickert Musik veröffentlicht und Konzerte gegeben. Wenn ich Dirk getroffen habe, war immer wieder ein Thema, wann sein nächstes eher elektropop-orientiertes Album erscheint. Und das hat in der Tat eine sehr lange Entstehungsgeschichte von 14 Jahren, heißt The Eight of Space. Und über das werde ich mich nach meinem Urlaub hier mit ihm in der Sendung unterhalten. Wenn nichts dazwischen kommt, spielt Schneider TM am 30. Juni im Kesselhaus der Kulturbrauerei. Hier ist aus dem neuen Schneider TM Album das Stück Spiral. We'll be right back.
35 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann. Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und das war zunächst Musik von Schneider TM aus seinem aktuellen Album The Eight of Space. Das ist ein Konzeptalbum und über dessen Entstehung spreche ich hier Anfang Juli mit Schneider TM. Wenn nichts dazwischen kommt, kann man ihn auch davor live am 30. Juni im Kesselhaus der Kulturbrauerei erleben. Das danach war Theme from the Ernest Bordschnein von Squarepusher aus seinem Debütalbum. Das feiert 25-jähriges Jubiläum, war jahrelang vergriffen und erscheint jetzt in verschiedenen Editionen noch einmal neu. Mein Kollege Sten Lorenzen vertritt mich in den kommenden drei Wochen hier in den
Elektrobeats in meinem Urlaub und wird unter anderem mit Tom Jenkinson, der sich hinter dem Namen Squarepusher verbirgt, ausführlich über dieses Album sprechen. Zwei großartige Remixe gibt es von dem Johannes Motschmann-Track Livestream. Das ist auch das Titelstück seines 2019 veröffentlichten Albums. Hier ist Livestream von Johannes Motschmann im Luke Slater Remix.
Elektrobeats. Slater hat jetzt das Titelstück des Johannes Motschmann-Albums Livestream toll geremixed, aber auch das Originalalbum ist großartig. Danach gehört eine Miniatur Kosmischer Kiez 3.45 Uhr aus der dieser Tage erscheinenden neuen Analog Overdose 6. Das ist das Musikprojekt von Fanger und Schönwälder featuring Lühl. Das vorletzte Analog Overdose Album liegt auch schon wieder 6-7 Jahre zurück. Sie hören die Radio 1 Elektrobeats. Reinhard Lacomi muss man, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Erfolgreich und gefeiert als Liedermacher und für seine Kinderplatten. Beginnt in den 80er Jahren galt dann sein Fokus auch elektronischer Musik. Es erschien auf dem Amiga-Label ja das geheime Leben, der Traum von Asgard und gemeinsam mit Rainer Oleak Zeiten. Später dann auch noch das Album R. Im März 2013 verstarb Reinhard Lacomi und da sind jetzt unlängst posthum zwei Alben mit unveröffentlichter elektronischer Musik erschienen. Jazztronics und Zwischen der Stille Electronics. Aus letztgenannter habe ich jetzt Die Nacht vor Pfingsten aufliegen. Thank you.
Radio 1 Elektrobeats. Und jetzt was Eigenes. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist NN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm. Hallo, mein Name ist Delia de Friends. Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meier. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und natürlich nur für Erwachsene. Vor Pfingsten von Reinhard Lacomi aus der posthum veröffentlichten Electronics-CD Zwischen ihr still, gefolgt von Paul Kalkbrenner und dessen Album mit vielen originellen Tracknamen Icke wieder, ist vor genau 10 Jahren erschienen. Das war sein erstes Album auf seinem eigenen Label und der zuletzt gehörte Titel heißt Schnakeln. Ein neues Album als Dreifach-Vinyl bzw. Doppel-CD gibt es auch von dem mexikanischen Musiker Murkoff. Bürgerlich heißt er übrigens Fernando Corona und seine aktuelle Veröffentlichung trägt den Titel The Elias Sessions. Hier ist daraus Fire Thief, gefolgt von Mouse on Mars.
Electro Beats with Mouse on Mars and Olaf Zimmermann. Thank you.
Artificial Authentic aus dem aktuellen Mouse on Mars Album AAI. Das stellten sie unlängst hier bei mir in der Sendung sehr ausführlich vor. Es geht unter anderem um künstliche Intelligenz. Falls Sie diese Elektrobeats-Ausgabe verpasst haben sollten, können Sie die auf allen Podcast-Portalen noch einmal nachhören. Ganz einfach Elektrobeats mit K und Radio 1 eingeben und da finden Sie dieses und viele andere Interview-Specials. Ann Dudley, Soundtrack-Komponistin und Mitbegründerin von Art of Noise, ist unlängst 65 geworden. Hier ist aus dem Album Who's Afraid of the Art of Noise, Close to the Edit. Danach habe ich Jimmy Tanner mit Baby It Hard aus dem Doppelvinyl Deep Sound Learning aufliegen, eine sehr gelungene Werkschau auf Doppelvinyl seiner Titel der Jahre 1993 bis 2000. Gleich bei mir in der zweiten Stunde zu Gast Aparde und wir sprechen über sein aktuelles Album Allianz. Beats. 35 Jahre elektronische Musik im Radio.
baby, it hurts me. Oh, baby, it hurts me. Oh, baby, it hurts me. But it hurts so good. Oh, baby, it hurts me. Oh, baby, it hurts me. Oh, baby, it hurts me. But it hurts so good. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Thank you.
Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Und da ist gleich Aparde mein Studiogast.
Blind aus dem ganz neuen am Freitag veröffentlichten Aparte-Album Allianz. Und Aparte freue ich mich jetzt in der zweiten Elektrobeat-Stunde begrüßen zu können. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das eingangs gehörte Stück Blind habe ich auch schon mal vor 2 Wochen hier in der Sendung gespielt mit der Ankündigung, dass du heute bei mir hier zu Gast bist. Ja. Das ist einer meiner Lieblingstitel auf deinem neuen Album mit einer tollen Dynamik und deinen Vokalisen, die wie ein Echo und fast schon Choral klingen. Du setzt deine Stimme in vielen deiner Tracks als Instrument, als Soundscape ein. Wann hast du gemerkt, ja, das könnte ein typisches musikalisches Trademark für Aparte Musik sein? Das hat sich von ganz alleine entwickelt. Ich habe schon immer viel mit der Stimme gemacht. Damals in Bands angefangen zu singen und irgendwann eben viel aufgenommen. Dann angefangen rumzuschneiden und mit der Stimme auch so Flächen zu machen, mehr Flächen. Und Progression zu schreiben, richtige Akkorde zu machen und Polyphonie anzuwenden bei der Stimme. Es gibt halt immer, es klingt sehr organisch, es ist ein sehr persönlicher Aspekt von der Musik. Und ich habe mir das, glaube ich, nie bewusst so gedacht, das wird jetzt so mein Ding. Das hat sich halt einfach so entwickelt, wie es ja meistens ist. Im Mittelpunkt dieser Stunde steht ja dein neues, drittes Album für Key Records, Allianz. Bevor wir wieder in die Gegenwart zurückkommen, ein paar biografische Eckpunkte für Hörerinnen, die dich noch nicht kennen. Du bist Anfang 30, aufgewachsen auf der Insel Usedom, hast 9 Jahre die Musikschule in Wolgast besucht, wo du das Schlagzeugspielen erlernt hast. Autodidaktisch hast du dir dann Klavier und Gitarre beigebracht. Wie ging es weiter? Wann kam dann deine Begeisterung für elektronische Musik? Du warst, glaube ich, Anfang 20, als deine erste LP erschien. Genau, die habe ich damals auch noch selber veröffentlicht. Und das waren auch die ersten Stücke, die so in die Club-Richtung gingen. Also ich habe nie viel zu tun gehabt mit Clubs, also eigentlich überhaupt nichts. Komme auch gar nicht aus der Techno-Szene und habe auch nie eine Platte aufgelegt. Aber ich glaube, das ging los mit Apparat und Extrawelt, die haben mich damals extrem inspiriert. Und dann habe ich das halt ausprobiert, mir hat es gefallen. So hat sich das entwickelt, dann sind halt ein paar Titel entstanden und darauf hat es dann alles auch aufgebaut, glaube ich. Und das Produzieren und vor allem das elektronische Produzieren kam dann auch durch den ersten Laptop eben. Damals habe ich in Neubrandenburg gewohnt und in einem Musikversandhandel gearbeitet, wo ich Zugang hatte zu sämtlichen Instrumenten und Studio-Equipment und so. Bin auch nach Feierabend dann mal da geblieben, habe mal zu Weihnachten für meine Familie was aufgenommen. So, das waren die ersten Recording-Sessions, die ich da gemacht habe. Stundenlang, war toll. Und so ging das los mit dem ersten Laptop eben zu Hause. Meine erste Software war, glaube ich, Propeller Heads Reason. Und genau, und das war dann halt total der Game-Changer. Ich habe mich da richtig fallen lassen drin und habe auch alles andere irgendwie vernachlässigt dann, ne? Du heißt eigentlich bürgerlich Paul Schröder. Wann kam es dann zu deinem Künstlernamen Aparte und was bedeutet er? Ja, das war dann auch so kurz vor diesem gerade genannten ersten Album. Und das Wort ist eher eine Neuschöpfung und kommt quasi abgeleitet von dem Gefühl apart, also von dem englischen Wort to be apart. Also sich irgendwie immer ein bisschen nebenangestellt fühlen oder abgesondert oder nicht so ganz zugehörig. Das ist so, glaube ich, das Gefühl, also ein bisschen Apathie auch vielleicht. Deine Musik dürfte auch Leuten gefallen, die auf Radiohead, Rye X oder Moderat stehen. Gab es bzw. gibt es Musikerinnen, Musiker, die dich in der Anfangszeit inspiriert haben bzw. heute noch von dir favorisiert werden? Von mir favorisiert ja auf jeden Fall nach wie vor Extrawelt und Apparat. Das ist so viel zeitlose Musik. Kollektiv Turmstraße fällt mir dazu noch ein. Ja, Moderat natürlich auch. Rival Consoles aktuell zum Beispiel. Aber du meinst jetzt eher so nach wie vor, ne? Also von ganz früher bis heute. Die Namen sind schon sehr spannend. Okay, also das wär auch für mich so eine Assoziation zu deiner Musik, ja. Genau. Aber vielleicht gab es so ein Initialalbum oder wo du dir gesagt hast, in der Art würde ich gerne auch elektronische Musik kreieren? Ja, das war auf jeden Fall Extrawelt und Aphex Twin. Das fällt mir auch gerade nochmal genau ein. Also Apparat habe ich dann auch nach Aphex Twin erst kennengelernt.
Das war so die Initialzündung, denke ich. Vorgeschlagen habe ich die Musik von einem alten Drummer aus meiner Band. Der hat mir das nahegelegt und ich war halt sofort dabei. Mit Musikern, die auch schon bei mir in der Sendung zu Gast waren, wie Para Fokuwa oder Christian Löffler, verbindet dich ein freundschaftliches Verhältnis. Deine letzten drei Platten sind auf dem Key-Label erschienen. Haben sie dich kontaktet oder lief es umgekehrt und du hast ihnen Musik geschickt? Wie kam der Labelkontakt zustande? Eine Demo hatte ich mal geschickt und stand mit Paul in Kontakt und da ging es halt ein bisschen darum, dass es noch nicht so ganz das ist, was er sich vorstellt oder wo wir halt mitarbeiten können, was total okay war. Ich hatte zu der Zeit noch ein kleines anderes Label in Berlin mit Leuten, mit denen ich viel zu tun hatte zu der Zeit und bei der zweiten Demo hat es dann aber geklappt. Wir hatten dann, wir haben auch zusammen gespielt, Christian und ich, Paul war dann mit, also Paul Cardo von Key Records. Und sind halt so ins Gespräch gekommen, haben uns ein bisschen kennengelernt, waren uns dann wahrscheinlich sympathisch und so hat sich das entwickelt. Zurück zu deiner neuen Platte Allianz. Der Vorgänger Hands Rest erschien vor 2 Jahren. Wenn du die beiden vergleichst, gravierende Unterschiede im Entstehungsprozess und Sound. Die neue bietet ja auch wieder eine gute Mischung aus melancholischen Listening-Stücken und auch rhythmischen Tracks, vorrangig auf der B-Seite. Ja. Also prinzipiell oder grundlegend stelle ich persönlich keinen großartigen Unterschied fest von was Stimmung und Wirkung angeht oder auch so die Attitüde. Es ist eher alles, was ich davor gemacht habe, funktioniert jetzt ein bisschen besser. Ich verstehe es ein bisschen besser. Ich glaube, das neue Album ist auch ein bisschen reduzierter auf die Sachen, die mir entweder gefallen haben davor oder die eben auch gut funktioniert haben. Ich habe wirklich versucht, so wenig Elemente wie möglich zu benutzen. Und insofern ist es, es ist einfach eine Weiterentwicklung. So würde ich das sagen. Los geht's mit dem Opener Locked und Elias, deiner aktuellen Auskopplung. Beide mit spannenden Vokalisen. Elias mit deiner verfremdeten, geisterhaften Stimme hat fast schon so Soundtrack-Charakter. Welche musikalische Vision hattest du für diese beiden Titel? Ich glaube, also das erste Wort, was mir einfällt, ist mystisch. Eine mystische, auch ein bisschen disharmonische Stimmung zu erzeugen und auf jeden Fall sphärisch. Und mir ging es auch ein bisschen darum, das Instrumentale zwar weich zu halten, aber hart zu gestalten oder eben ein bisschen aggressiver von der Attitüde her zu gestalten und im Kontrast dazu den Gesang zu setzen, der eben sehr zurückhaltender und ruhiger ist.
Studiogast in dieser zweiten Stunde ist Aparde. Am Freitag ist sein neues Album Allianz erschienen. Daraus gerade gehört Locked und Allies. Eine Frage, die ich in den letzten Wochen, Monaten allen meinen Studiogästen gestellt habe, ist die, wenn du dich für die berühmte Einsame Insel für ein Elektronikalbum entscheiden müsstest, egal ob Klassiker oder aktuell, du sprachst vorhin schon FX Twin oder so an, welches Album wäre es dann?
Darf es nur eins sein? Eins, ja, das ein ist einziges. Das Schwierige. Ja. Das ist das Schwierige, ja. Also entweder was Trauriges oder was Motivierendes. Oder vielleicht was zum Aggressionen ablassen, das ist natürlich kompliziert jetzt. Bleiben wir beim Elektronischen und bleiben wir bei der Melancholie, dann wird es wahrscheinlich Kollektiv Turmstraße mit Rebellion der Träumer werden. Okay, eine weitere schwierige Frage. Wie beschreibst du Leuten, die noch nie Aparte-Titel gehört haben, beziehungsweise deine Musik nicht kennen, welche Inkredenzien sind dir wichtig? Ein wesentlicher Bestandteil deiner Titel ist natürlich deine soulige Stimme, manchmal nur so vokalisemäßig eingesetzt. Einige Stücke haben auch Lyrics. Ein tolles Stück aus deiner neuen Platte, was wir auch noch hören werden, ist Know You. Aber zurück zur Frage, wie beschreibst du Leuten deine Musik? Der Oberbegriff, klar, elektronische Musik, aber... Schwermütig, würde ich sagen. Das ist das erste Wort, was mir einfällt. Melancholisch ist immer ein bisschen langweilig. Das weiß man ja mittlerweile, oder das machen ja auch. Da bedienen sich ja viele an dem Wort. Schwermütig finde ich ganz gut, aber auch treibend, antreibend, motivierend, animierend. Bist du eher so ein melancholischer Typ? Oder? Ja, voll. Man kann nicht raus aus seiner Haut. Ich habe es zum Glück mittlerweile ganz gut akzeptiert. Mit welchem Equipment kreierst du in deinem Studio Aparte Musik? Wir unterhielten uns, während die Musik lief. Du hast zu Hause dein Studio. Und gibt es da gewisse Abläufe, ein gewisses Prozedere, wie du bei der Kreation von neuer Aparte Musik vorgehst? Du sprachst über die Anfänge. Da stand dir das Equipment zur Verfügung. Wie ist heute? Heute ist das, ja, also damals war das so eben, weil ich da gearbeitet habe, in dem Laden stand alles zur Verfügung. Heute ist es, es hat sich jetzt über die Zeit entwickelt, dass ich so immer 2-3 analoge Hardware-Instrumente benutze. Und je nachdem, wie der Workflow ist oder wie es mir gefällt, wird das Gerät behalten oder ausgetauscht. Aber ich nie mehr als drei Instrumente eben. Dazu gibt es dann auch immer wieder wechselnde Effektpedals oder bestimmte Aufnahmetechniken werden ausprobiert. Und wenn es ums Produzieren geht, also so wie ich anfange, ist es oftmals eine Fläche. Gerne mehrstimmig, aber auch einstimmig. Hauptsache, dass ich mir auf dieser Fläche irgendetwas vorstellen kann, was dann darauf geschrieben wird. Dass ich schon mal eine Basis habe einfach. Viele fangen erst mit dem Rhythmus an. Ich brauche immer erst irgendwie eine Art Stimmung. Also das ist eine, man kann ja unterschiedliche Stimmungen dann erzeugen. Und deswegen ist es auch gar nicht so immer eine konkrete Idee, ich will das jetzt irgendwie düster oder traurig machen, sondern das kommt halt einfach so raus und dann wird es so gemacht. Deine ersten beiden Platten auf Key Records waren Glass 2017 und Hands Rest 2013. Für diejenigen, die diese bislang nicht kennen und bevor wir daraus auch ein Stück hören werden, das du ausgewählt hast, kurz etwas zur musikalischen Grundstimmung und warum du sie so betitelt hast. Ich glaube, die Stimmung ist immer irgendwie ähnlich, aber bei Glass war das noch so, dass ich, glaube ich, mich sehr zurückgehalten habe mit meiner eigenen Person. Es war alles sehr verschleiert und nicht so ganz griffig. Über Hands Rest ging das dann schon, also es ist, glaube ich, schon sich wirklich in die Richtung entwickelt, jetzt zum neuen Album hin, dass eben alles wesentlich konkreter geworden ist und bewusster und reduzierter. Aber von der Stimmung eben ist es eigentlich dasselbe. Es ist dieselbe Stimmung, die transportiert wird. Warum hast du für Album Nummer 1 und 2 auf Key die Plattentitel gewählt? Ja, auch schwierige Frage. Ich mache das oft so, dass ich der Albumtitel ist meistens der Singletitel von der Single, die ich am besten finde. Oder von dem Titel, der auch oft am ersten als erstes entstanden ist. Deswegen ist es auch wieder nicht so eine zusammenfassend bewusste Entscheidung. Sondern ich glaube, bei Glass war es eben auf den Titel Glass auch bezogen, dass ich singe da, dass ich mein Leben durch milchiges Glas betrachte. Es ist halt eine Art Betrachtungsweise des Lebens vielleicht so, der Umstände, der Situation. Und hat was Zerbrechliches, kommt auch noch dazu. In Hands Rest ging es eher ums Resignieren. Dass es wichtig ist, Abstand von Dingen zu nehmen.
Ja, so in die Richtung geht das, aber eben wirklich wesentlich konkreter und bewusster und ich stehe da auch mehr hinter jetzt mittlerweile. Jetzt also hintereinander aparte Musik von Vinyl aus Glass, das Stück Siren und No Need aus Hands Rest. Dreißig Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
Musik aus den Aparte-Alben Glass und Hands Rest. Und Aparte ist in dieser zweiten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast. Und wir sprechen über sein neues Album Alliance oder Alliance, jetzt am Freitag erschienen. Warum hast du den Titel Alliance gewählt? Ursprünglich auch wieder wegen dem stärksten Titel, der zuerst Alliance hieß und jetzt Allies heißt. Und daher wurde das Album jetzt Alliance genannt. Und ja, es geht um, wenn es überhaupt um irgendwas geht, geht es um Gemeinschaft und um Bekanntschaften und um Zusammenhalt oder eben nicht. Die visuelle Komponente zu deiner Musik, Cover und Videoproduktion sind ja auch sehr wichtig. Auf dem aktuellen und vorletzten bist du auf dem Cover als Porträtfoto zu sehen. Welche Vision hast du mit dem Glass-Album verbunden? Da ist ja so ein sehr verwaschenes, irgendwie hinter Zellophan Gesicht zu sehen. Und gibt's zu den aktuellen Titeln Videos bzw. Visuals, die zum Einsatz kommen, wenn du wieder touren kannst? Es gab ja im Vorfeld der Veröffentlichung des Albums schon 4 Vorab-Tracks. Genau, erstmal zu dem Cover von Glass nochmal. Da habe ich mir eine Milchglasscheibe besorgt und darunter haben sich dann nackte Statisten geregelt. Und dann haben wir das ein bisschen belichtet und das war auch eben die Idee, dass das so Leben hinter dieser milchigen Fassade, das sollte das transportieren. So, und die Coverfotos, das war mehr oder weniger in Absprache auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Also es ist so gekommen, das war jetzt nicht vorrangig die Idee von mir. Aber es kommt auch noch dazu, dass es zeitlich alles ein bisschen knapp wurde tatsächlich und dass wir eben einfach Content brauchten und dass wir dann die Porträtfotos eben dafür genutzt haben. Wenn dann wieder Live-Sets von dir möglich sind, arbeitest du da auch mit Visuals? Nicht immer, immer sehr gerne. Nur genau, da kommt es eben auch wieder auf den Content an und auf jemanden, der das dann macht, auch nämlich vor Ort eben, dass jemand da ist, der das vernünftig machen kann. Aber tatsächlich schon bei meinem allerersten Konzert, wo ich noch nicht mal Aparte hieß, glaube ich, obwohl doch, da hieß ich schon Aparte, das war auch hier in Potsdam, da habe ich eine 60 Minuten oder 90 Minuten Videodatei zusammengeschnitten und habe mir einen Beamer ausgeliehen, das ist über 10 Jahre ja schon. Habe das da alles irgendwie alleine aufgezogen auch, das sah super aus, hat eigentlich gut funktioniert. Aber seitdem ist es irgendwie, der Fokus liegt immer auf irgendwas anderem und dann ist immer nicht so richtig die Zeit da und auch nicht so die Leute oder die Technik oder das Geld. Und dann wird eben aus den Mitteln, die man hat, das Beste rausgeholt. Deine Live-Sets fallen sehr spontan aus, da wird viel improvisiert. So Shift und Hole sind sehr clubtaugliche Tracks aus dem neuen Album. Wenn du jetzt Konzerte geben könntest oder wieder gibst, wie sehe da in etwa so deine Setliste aus? Was würdest du aus dem neuen Album spielen? Genau, das kann ich schon mal ganz konkret sagen. Aktuell ist es Allies, Know You, Hole und Lined. Und genau, die Clubsets, also über die letzten Jahre hat sich das so entwickelt, dass ich die Clubsets so gestaltet habe, dass ich so spontan wie möglich improvisieren kann und auf alles reagieren kann und die Titel so spielen kann, wie ich sie möchte. Jetzt bei meinem neuen, das neue Konzept ist eher es ist eher schon ein bisschen vorprogrammiert, aber ich spiele diesmal so Stimmsamples selber ein. Und vor allem singe ich eben auch den größten Teil der Zeit. Das bedeutet, dass ich, ist mir jetzt aufgefallen, dazu ist es natürlich Übungssache, aber ich kann noch gar nicht großartig viel anderes machen, als mich wirklich komplett auf den Gesang zu konzentrieren, dass es auch wirklich sauber klingt. Ein weiteres Lieblingsstück von mir aus deiner neuen Platte ist Know You. Das war die erste Auskopplung. Eine Gesangsnummer, diesmal sogar mit Lyrics. Und deine Platte endet im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Wall of Sound Elektro-Track der Miniatur End. Welche Making-of-Geschichten haben diese beiden Titel? Ja, und zwar glaube ich, die Dramaturgie war ja, also wir haben uns bewusst für die Dramaturgie entschieden und
Ich wollte aber das Ende davon entkoppelt sehen. Also ich bin nicht so der größte Freund von einer absoluten Durchinszenierung dieser ganzen Sachen. Und das letzte Stück, das ist ein reines Ambient-Stück, hatte ich noch nie auf einem Album von mir drauf, ist auch komplett improvisiert. So Anfang 2020 war das, kurz nach der Geschichte da, als es losging. Und ich wollte, dass es eben nicht so ernst genommen wird. Also der Titel davor ist eben nochmal mit Aussage, mit einer konkreten Aussage und transportiert was Bestimmtes. Und das letzte Stück ist dann eben wieder auf das Wesentliche und auf die Machart und auf einfach das Machen, glaube ich, reduziert worden. Thank you.
Mein Radio 1 Elektrobeat-Studio-Gast in dieser zweiten Stunde ist Apade und wir sprechen über sein neues Album Alliance. Das war zuletzt daraus Know You und End. Mit diesem Track endet dann auch dieses Album. An dieser Stelle ein paar Produktionsinfos zum neuen Album und den 8 Tracks. In welchem Zeitraum sind sie entstanden und kannst du dich erinnern, welcher der erste und der letzte Titel war, an dem du geschraubt hast, bevor Abgabe war? Und gab es Stücke, die sich als besonders widerspenstig im Produktionsprozess herausgestellt haben und diverse Metamorphosen durchlaufen haben? Ja, absolut. Dann gleich zu den diversen Metamorphosen, und zwar bei Know You war das ganz genau der Fall. Die ersten Versionen, da wurde auch noch ganz anders gesungen. Das ist auch oft so. Und das war auch der erste Titel, glaube ich, oder zumindest die erste Skizze oder die erste Melodie. Ich glaube, das erste, was bei diesem Titel stand, was sich aber auch komplett anders angehört hat jetzt, war eben eine Progression und Gesang. Und darauf hat es dann aufgebaut. Ich glaube, so ungefähr 7, 8 Versionen gibt es von diesem Projekt. Das war schon ein bisschen anstrengend. Aber dann ist mir jetzt auch aufgefallen, ich habe den Titel dann lange nicht gehört, nachdem er fertig war, und dann wieder gehört, und ich bin zufrieden. Also oft ist es auch so, dass man lieber hätte bei der Originalidee bleiben können, aber da hat sich das dann schon gelohnt. Zeitraum, also es gab schon von fast allen Titeln auf dem Album gab es schon entweder eine Spur oder ein Clip oder eine Aufnahme in irgendeinem der vielen Projekte. Und die bin ich dann halt alle durchgegangen, als nach dem ersten Lockdown, weil ich meine Geräte selektiert habe und ausgemistet habe, und bin das dann alles durchgegangen und habe dann ein bisschen gesammelt, habe angefangen zu sammeln. Und daraus sind dann alle Albumtitel auch entstanden. Quasi, ich glaube, tatsächlich nichts neu komponiertes. Also ich habe mich wirklich bedient an Kleinigkeiten, die schon da waren. Aber es waren wirklich immer nur aus einem Projekt eine Spur oder aus dem anderen Projekt eben ein Sound. Und genau, das hat ungefähr, also so der Prozess, um die Titel fertigzustellen, hat ungefähr ein Jahr gedauert. Fast zum Schluss ein kleiner Ausblick auf das zweite Halbjahr 2021 und 2022. Es gab unlängst von dir ein Streaming-Konzert. Was steht als nächstes an? So wie es aussieht, eine Albumtour, wenn das alles so bleibt. Wahrscheinlich ab November geht es wieder los. In Europa, meistens in Deutschland. Noch nichts Konkretes, aber wir drücken die Daumen. Wo kann man sich informieren? Auf der Key Records Seite oder hast du eine eigene Apade Seite? Man kann auf apade.de gehen und da findet man alles. Genau. Das war meine letzte Elektrobeat-Sendung vor meinem Urlaub. In den kommenden 3 Wochen vertritt mich hier mein Kollege Sten Lorenzen, auch mit sehr spannenden Themen und Interviews, unter anderem mit Monolink, einem der Justice-Musiker mit einem Soloalbum, und Squarepusher. Bedanke mich bei Apade, meinem heutigen Studiogast, fürs Interview, und je nachdem, ob Sie uns jetzt abends, vormittags oder am Tag hören, verabschieden wir uns mit einem tollen Dance-Track aus dem neuen Album mit Hole. Danke dir sehr fürs Vorbeischauen. Ich danke dir, Olaf. Schönen Urlaub.
Friends, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.